Jo, meine Leute, herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Let's Play von OMSI 2. Ja, heute fahren wir eine ausländische Map. Wahrscheinlich ist die Map hier schlimmer als Innsbruck. Ja, wir fahren einfach mal nicht auf Linie, wir fahren einfach mal hier so lang. Also, ich habe jetzt auch bewusst einfach mal einen 10-Meter-Bus genommen, weil es halt teilweise in Ecken viel zu eng ist. Genau. Ja, Map ist einfach echt crazy. Ist, denke ich mal, irgendwie sowas Brasilianisches oder sowas, wie mir das aussieht. Vor allem mit dem Mercedes Citaro Facelift. 10 Meter. Hier selbst mit der Ecke. Ist es mit dem 12-Meter-Bus schon sehr eng, das, die geht auf jeden Fall noch. Aber jetzt, das toppt alles, der Linksknick hier. Das geht mit einem 12-Meter-Bus tatsächlich gar nicht. Also, gut, da muss man eine Kollision fahren. Ah, ich glaube, wir müssen mal. Müssen wir mal ein Stückchen zurück, das habe ich zu weit ausgeholt. So. Das ist mit einem 10-Meter-Bus. Ja, gut, mit einem 10-Meter-Bus geht's. Ja, schon echt crazy irgendwie. Aber hier vorne muss man anheben. Also wenn man hier mit Kollision fährt, auf jeden Fall anheben hier. Oh, ja, jetzt kommt noch Gegenverkehr, na klar. Ja. Jawohl, warte mal, vielleicht kommen wir mit dem Bus auch so rum. Ah, ich glaube nicht. Nee, oder? Dass der vielleicht erstmal noch ein Stückchen vorfährt. Hier sehen wir nochmal, wie eng das ist. Katastrophe. Was machen wir jetzt? Thumbnail. Boah. Ja, halt, hier steht schon ein KI-Auto drin. Das ist doch scheiße. Wir fahren einfach mal durch. Hier sind wir auch. Anheben wieder. Das fahren wir auch mal. So, kurz mal vielleicht einen Unterschied, wo man sieht. Beim Citaro habt ihr hier einen Taster. Müsst ihr auch gedrückt halten. Beim N, New Line City, reicht es aber einmal drauf drückt. Dann geht er eh hoch. Vorderräder drehen sich nicht. Sehr interessant. Ach so. Feststellung ist auch noch drin. Ja, komm. So, jetzt geht's hier geradeaus runter. Da geht's ins Nichts. Oh, jetzt haben wir links. Ja, die Starthaltestelle lang. Da würde man theoretisch auch von der anderen Seite lang fahren. Erst hier runter, so dass man halt von der anderen Seite rankommt. Aber wir fahren jetzt einfach mal hier lang. Ja, auch wieder zu weit ausgeholt. Ja. Oh, hallo. So. Hier rechts runter. Da muss man auch eigentlich den richtigen Lenkwinkelpunkt finden. Am besten jetzt hier voll einschlagen. Ja, mit New Lines komplett eingeschlagen lassen. Oh ja, jetzt fährt der Affe hier nicht. Hä, warum ist das mit 10 Meter? Ne, das machen wir jetzt nochmal. Das lasse ich mir jetzt hier nicht so stehen. Da. Nochmal. Also, wir fahren bis hier nach vorne. Eigentlich können wir auch hier rechts bleiben. Ich hoffe, der fährt jetzt hier. Ah. Fahr doch mit deinem Ofen da, Junge. Ah, nee, komm. Ja, lenken wir mal hier ein. Und jetzt voll eingeschlagen lassen. Dass man dann da an den Pfosten vorbeikommt. Ja, mit New Lines klappt das super. Sollen wir hier gucken, wie es hier von der Höhe her ist? Oh, hier sollte er echt nicht aufsetzen. Ey, das passt. Aber bei Bremsen muss man auch ein bisschen aufpassen. Ja, mit New Lines kommt man hier wunderbar rum tatsächlich. Also, warum ist es mit einem 10-Meter-Bus jetzt hier so? Ja, ist ungewohnt. Das Mercedes. Ah, setzt man einmal zurück. Das darf man hier mal ausnahmsweise.
Oh, da kommen wir hier auch wunderbar rum. Das Auto steht halb in der Erde. Das sind ganz witzige Maps, war ein bisschen Abwechslung eigentlich. Fetzt aber. Kann man mal machen. Jetzt kommt natürlich gegen Busfahrt nicht irgendwie zu erwarten. Ah, das passt ja eigentlich an sich. Ja, komm. Jetzt nimmt er meinen Spiegel mit. Hier müsste man eigentlich auch noch schön ausholen, wenn es mal hier schon rumkommt. Jetzt auch wieder voll einschlagen. Mit New Lines, also 12 Meter Bus war es definitiv irgendwie einfach in diese Ecken zu fahren. Habe ich das Gefühl. Das ist glaube ich ein bisschen ungewohnt hier mit dem. Und hier muss man tatsächlich auch schon sehr zeitig einlenken. Weil das passt das nämlich hier mit dieser Kurve nicht. Oh, die haben da gut gemeistert. Ja, aber diesen Bodenweg kann man easy mit 20, 30 drüber fahren. Das passt schon irgendwie. Einmal Haltestelle da vorne gewesen. Ja, die Map ist auch schon ein bisschen älter tatsächlich, glaube ich. So. Wir fahren mal nach links, weil der Abschnitt ist eigentlich auch ganz cool, wenn man da einmal da hochfahren muss. Das fetzt auch. Ich fahre jetzt hier einfach. Kurz, dann fahren wir da vorne, wo die eine nächste Haltestelle ist, wo übernächste, fahren wir da mal hoch. Oh! Gut, das sollte man auf jeden Fall langsamer machen. Ja, ich sag mal so, eine Linie geht so wie 10, 15 Minuten. Ich glaube, eine Linie geht sogar eine halbe Stunde. Ich weiß nicht, ob man da hier alles abfährt oder so. Ich weiß nicht. Also, holen wir mal ein bisschen schön aus hier. Ja, bügeln wir mal hier hoch. Ja, bei mir ist es ungewohnt, 10 Meter Bus zu fahren, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube, mit dem muss man auch nicht so krass ausholen, ne? Daran wird es gerade liegen. Ja, schön langsam machen hier. So. Ja, man fährt im Endeffekt echt, glaube ich, auch nur hier hoch. Ich bin die Linie noch nicht gefahren, nur damit man dann im Endeffekt auch wieder an die Haltestelle rankommt. Ja, auch schon auf den Gegenverkehr aufpassen. Ja. Dann schalte noch mal runter. Oh, fährt man dann hier links hoch? So würde ich es halt machen. Wow, jetzt kommt das angeschossen. Ist ja gerade meine erste Runde um sich, ich muss mich das immer wieder einfahren. Also, so ein bisschen. Ja, ist natürlich auch sehr bergig. Ja gut, man fährt hier so rein, alles klar, weil der KI-Bus fährt nämlich auch so. Ja, gut, ist nur ein Außen-Mesh-Modell, ne? Nichts Besonderes. Oh, geht's so wieder rechts runter? Genau, ja stimmt, man muss ja so fahren, weil hier kommen ja schon die Haltestellen. Ich weiß nicht, ob es hier rechts vor links gibt, aber wir machen es einfach mal. Ah, geil! Wo willst du hin, da ja? Oh, hör mal.
CD. Muss ich nicht verstehen. So, fahren wir hier nämlich weiter. Fahren wir noch einen schönen Abschnitt jetzt nämlich. Schön langsam. So, Abfahrt. Ja, ist jetzt eigentlich mal mehr oder weniger so eine Spaß-Map, oder? Sag ich mal, wenn man ein bisschen Herausforderung braucht, dann fetzt das schon. Wie gesagt, man darf jetzt hier nicht so diesen Detailgrad hier im Überblick behalten. Das ist jetzt hier, ja, jetzt nicht das Schönste. Aber kann man machen. So, diese Innenstädte ist schon irgendwie witzig. Ist schon irgendwie cool gemacht, sag ich mal. Ich hoffe, wir sind gleich da. Und voll Performance ist eigentlich auch relativ in Ordnung. Ich sehe es gerade, 52 FPS, 44. Ja, teilweise ein bisschen Einbrüche, aber mein Gott, das